Gut, dann sind wir wieder zurück mit dem Qualifying in Monaco und Hilfe, ich habe Angst. Wir machen uns jetzt nass. Ja, geil. Monaco macht uns eher nass. Gehen wir rein ins Qualifying und versuchen und hoffen, irgendwo das Beste rauszuholen. Wie gesagt, ich erwarte eigentlich fast dieses Wochenende gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Und auch in Baku nicht. Nee, Baku, obwohl Baku wieder eine Überraschung war. Letztes Jahr in der Karriere habe ich das Rennen gewonnen fast. Aber, naja. Aber Baku ist immerhin ein klein bisschen breiter und offener als Monaco. Oder genau, Monaco kann halt jetzt im Regen vor allen Dingen einen Fehler passieren und dann endet man wie im Qualifying nämlich in der Wand. I'd take a set of intermediates in these unpredictable conditions. Das könnte damit jetzt funktionieren. Das könnte funktionieren beim trockenen Set, aber ich muss was anderes probieren. Volle Flügel Aero. Ich habe eh die gleichen Flügelabstellungen wie die. Wie trocken, also das 11-11. Mehr auf Abtrieb. In erster Linie heißt es nur, wie versuchen zu überleben. So, 18 Minuten stehen jetzt an und wie gesagt, wenn wir uns heute nicht in der Nähe der Top 10 qualifizieren, können wir quasi Punkte schon abschminken. Ja, so weit denke ich noch gar nicht. Nein, ich auch nicht, aber das ist halt genau der Fakt an der Strecke. Weil du wirst hier kaum von Position 17, 18, 19 irgendwas reißen. So. Dann gehen wir mal einen kurzen Qualifying im Monaco auf die Strecke. Okay, damit hat sich mein Auto schon verabschiedet. Also ich bin noch im Qualifying, aber der Flügel ist futsch. Einmal zu fest raus beschleunigt. Ja, hier liegen auch überall Teile. Ja, ich bin einfach beim Rausbeschleunigen. Wie war ich? Ich hatte eigentlich schon gedacht... Am Casino. Ich hoffe, dass irgendwie einer von uns die Strecke überlebt. Warte mal, ich... Alter, der Ferrari geht mir hier gerade auf den Sack. Hier fahr vorbei, komm. Ja, ich habe Hamilton gerade auch vorbeilassen, weil der mir... Leclerc. Ja, der will auch noch ein bisschen was zeigen. Der Mann, der vergisst, seine Freundin an der Tür reinzulassen. Boah. Ekelhaft, Alter. Ich bin nur rausgestanden, ich hätte am Hafen und hat wieder in die Wand gehauen, aber diesmal hat es gepasst. Ich sag dir gleich, Hafenschikane früh bremsen, Alter. Ich bin gerade schon mal voll über die Körbs drüber. Boah, du musst höllisch aufpassen im Regen. Ich glaube, ich gehe auf TK komplett. In erster Linie hoffe ich irgendwie nur, dieses Rennen zu überleben. So, dann einfach nochmal rein, neue Flügel drauf und gib ihm. Hier gibt es, wie gesagt, keine Rückblenden. Wenn vorbei, dann ist es wirklich vorbei. Hat man das ja so bei mir in Spanien gesehen. Na gut, du hast das Rennen ja mit dem kaputten Auto quasi noch beendet, aber... Nein, habe ich nicht. Ich habe die NF schon vergessen. Ach stimmt, du bist hier rausgeflogen. Ja, du hast aber auch echt einen grützen Auftakt. Du hast auch die gleichen Probleme nämlich in Bahrain schon gehabt. Nee, in Bahrain hatte ich keinen Motorschaden. Da hat es aber andere Probleme. Flügelschaden, ja. So, 15 Sekunden. Alter. Im Tunnel kommt erstmal total das Heck, weil es da trocken ist. Ja, der kommt. Das passiert öfter mal. Du beschleunigst nur raus und der geht das Heck weg. So.
Ah, du bist hinter mir jetzt. Du bist auf der Stelle, ne? Ja. Geh mal hin vorbei, bitte. Ich kann nicht. Das ist halt das Problem in Monaco. Zeit, wirklich Platz machen, kannst du nicht. Ich werde mehrere schnelle nacheinander drehen, weil ich auch nur Sprit mit habe. Oh, das war spät gebremst, ist ungültig. Glück gehabt. Ich kam noch rechtzeitig zum Stehen. Pass auf, du hast Ricciardo unter dir. Ja, ja, ich sehe es schon. So, 13 Minuten haben wir noch hier im Qualify von Monaco. Von Nasako. Gehst du in die Box oder fährst du? Nee, ich fahr jetzt. Ich muss ja mal irgendwie was für eine Zeit hinsetzen. Natürlich ein Auto vor mir. Boah, Alter. Das macht natürlich nicht einfacher jetzt. Ich habe Ocon nämlich hier vor mir sitzen. Wobei, Bestzeit erster Sektor gerade bei mir. Das wird sich aber jetzt wahrscheinlich gleich ändern nochmal. Was hast du gefahren für eine Runde? 1,24 irgendwas, also schlecht auf jeden Fall. Ich bin auch schlechter als 25,9. Das war knapp an ungültig vorbei, aber es ist gültig noch. Das war ungültig, scheiße. Boah, Glück gehabt. Ich habe übelst Drift gerade reingelegt, aber ich habe das Auto gehalten. Mensch, fahr vorbei. Ocon, Alter, du gehst mir auf den Sack. Ocon ist so ein einer meiner Spezies hier im allgemeinen Malfeind. Sieh jetzt mal, wenn ich den an der Backe habe oder um mich rum ab. Ich kann mich an einen Team, an meine Teamkarriere erinnern in Vietnam, wo der mich in der letzten Kurve der Hahnadel abgeschossen hat. Neunzehnter. Ich muss überhaupt nicht von Punkten zu träumen. Hey, ich erinnere mich an Folge 1, da wolltest du es realistisch haben. Jetzt hast du es realistisch. Ich habe mal wieder einen Flügelschaden. Weil das Auto gar nicht einlenken wollte. Naja, gut, kann passieren. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass das jetzt jedes Wochenende geht, dass du so auf die Fresse kriegst. Glaube ich nicht, denn es wird ja auch nochmal Strecken gehen, wo wir besser unterwegs sind. Das war's, mein Training, mein Qualify ist beendet. Ich bin im Tunnel abgeflogen. Wow, das hat schon wieder, macht schon wieder richtig Laune gerade.
Platz, Minimum Platz 19. Wahrscheinlich eher letzter, weil Mazepin wird wahrscheinlich eine bessere Zeit fahren. Ah, warum muss ich es mit dem kaputten Flügel auch so übertreiben? Du wirst echt viel Glück haben, wenn du da irgendwas heute mitnehmen willst. Vor allem, da erzählt Jeff am Anfang des Qualis irgendwas von bald trockene Strecke. Sehe ich. Gut, er rechnet wahrscheinlich vom Qualifying aus. Ja, ich glaube, irgendwo liegt die Hoffnung gerade so ein bisschen auf dir. Weil wie gesagt, bei mir ist es schwierig. Ich habe schon zwei Abflüge durch, das ist das Problem. Ich frage, was ist mit Mazepin? Fährt der überhaupt noch irgendwie? Wird er sein Auto zerlegt? Ich befürchte, dass der nämlich dass er nicht rausfährt. Wir haben noch 4 Minuten, keine Zeit. Nein! Ach, schade. Quatsch, ruhig dazwischen, ne? Schade, das wäre eine gute Zeit geworden.
Bin jetzt mal gespannt, ob ich noch überhaupt noch eine Zeit schaffe. 2:20 hast du noch. Vor allem hast du jetzt immer zu viel Verkehr, die fahren jetzt alle raus. Ja, wie sagt man, keine Zeit von Marzipan, aber vielleicht hat er sein Auto auch weggeworfen. Ne, er fährt, okay. Vor allem kannst du ja auch keinen Start, keine Position gut machen, wirklich. Wenn du Glück hast, stehst du eben, dass du vielleicht einen kriegst. Eigentlich normalerweise heißt es ja, am Start gewinnst du keine Rennen. Ich glaube, Monaco ist da so die absolute Ausnahme. Komm schon, fahr vorbei hier, komm, geh mir nicht auf den Kopf. So, ab jetzt hier glaube ich die ganzen Runden. So, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Jetzt ist es mal gespannt, wer jetzt irgendwie was vernünftig noch hinkriegt. Vierzehnter hinter Mick. Vor Mazepin, Latifi, Raikön, Giovinazzi, Russell und du. Ja, ich hab's fast erwartet eigentlich, dass da. Naja, Platz 14, ja, das könnte zumindest ein Pünktchen vielleicht, wenn du durchkommst sein. Oder ja, oder es passiert halt irgendwie. Oh, Ricciardo Pol, und der hat tatsächlich noch auf Soft gefahren, ne? Auf Soft bei den Bedingungen, krass. Da war es trocken. Ne, es ist trocken. Laut Ende. Dann hat er echt das genau den Moment abgepasst, wo es passte. Dafür ging diesmal das Qualifying wieder an mich. Ja, aber das dafür das Rennen nicht. Also beim letzten Mal. Oder den letzten Male eigentlich. Beide Rennen habe ich bisher vor dir beendet. Aber das war der Unterschied, dass du halt ein Problem hattest und ich eigentlich um problemlos durchkam.
Das macht einen Unterschied. Naja, sie ist von der positiven Seite. Nach so einem Qualifying kann es nur noch besser werden. So. Du wirst dir überlegen müssen, wie du das beim Rennen in ein akzeptables Ergebnis umwandeln kannst. Da bin ich gespannt. Wir sehen uns beim Rennen wieder und dann gucken wir mal, wie es funktioniert.